Allheilmittel Wasser. Darum geht es in diesem Video. Wasser ist die Grundlage des Lebens. Ohne Wasser kann man nur wenige Tage überleben. Weil unser Körper Wasser nicht wie Fett speichern kann, ist er auf eine regelmäßige, ausreichende Wasseraufnahme angewiesen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr viel Wasser trinke. Nämlich mindestens 2 Liter am Tag, vor allem Leitungswasser. Wissenschaftler haben mittlerweile festgestellt, dass viele Krankheiten und Schmerzen von Millionen von Menschen ganz einfach auf chronischen Wassermangel, sprich Dehydration, wie man in der Fachsprache so schön sagt, zurückzuführen sind und sonst keine Ursachen für die Krankheiten vorhanden sind. Dazu gehören unter anderem allgemeine Leistungsminderung, Schlappheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsmangel, Gedächtnisstörungen, Magen- und Verdauungsstörungen, Schmerzzustände verschiedener Art sowie manchmal Bluthochdruck. Ich habe auch unlängst gehört, anscheinend gibt es einen Arzt, der seinen Patienten, wenn sie in seine Praxis kommen, in seinen Warteraum, innerhalb von 30 Minuten 2 Liter Wasser trinken lässt. Sind die Beschwerden dann noch da, werden sie behandelt. Die Anzahl der Patienten im Warteraum wird dadurch viel geringer, weil viele der Beschwerden wieder geheilt sind. Unser Körper besteht zu ca. 70% aus Wasser und unser Gehirn besteht sogar zu ca. 85% aus Wasser. Wenn wir älter werden, kann dieser Wasseranteil auf bis unter 60% sinken und dadurch werden wir viel anfälliger für Krankheiten und Schmerzen. Wenn man älter wird, ist es daher umso wichtiger, dass man darauf achtet, viel Leitungswasser zu trinken. Man kann die heilende Wirkung von Wasser auch noch steigern, wenn man es segnet. Bedenken Sie, auch für jede konsumierte Tasse Kaffee oder Cola muss unser Körper 2 bis 3 Gläser Wasser mobilisieren, um die dehydrierende Wirkung dieser Genussgifte auszugleichen. Noch ein Tipp. Wenn Ihnen das Leitungswasser zu fad schmeckt, können Sie gerne den Saft von einer Scheibe Zitrone in einem Glas oder einen Teelöffel Naturhonig dazugeben. Nochmals zusammengefasst, trinken Sie ab heute mindestens 2 Liter Leitungswasser. Das war's für heute. Probieren Sie diesen Tipp aus. Er kostet Sie nur ein paar Cent. Ja, jedes andere Getränk kostet mehr und ist nicht so gesund. Im deutschsprachigen Raum sind wir ja gesegnet mit gutem Leitungswasser. Und dafür müssen wir auch sehr dankbar sein. Das war's für heute. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir. Beachten Sie bitte auch die Infos unter diesem Video. Abonnieren Sie kostenlos meinen Kanal, dann bleiben Sie immer am Laufenden. Ich danke Ihnen nochmals recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ihr Martin.